Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtfeier und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch-Update begrüßen. Ein großes Thema haben wir uns vorgenommen: Zinsen, Inflation, Immobilienpreise und Investorenperspektive. Die Agenda ist zugegebenermaßen recht umfangreich für ein Programm von rund 30 Minuten. Von daher, ich habe Ihnen viele Charts mitgebracht, werde nicht auf jeden im Detail eingehen, sondern das am Ende in den jeweiligen Zusammenfassungen kurz wiedergeben, damit wir den zeitlichen Rahmen nicht sprengen. Aber Sie haben natürlich im Nachgang die Gelegenheit, sich die Aufzeichnung in Ruhe anzuschauen, sodass Sie auch genügend Zeit haben, individuell zu steuern, wie viel Zeit Sie bei welcher Folie verweilen möchten. Die Themen haben wir aufgeteilt, indem wir uns zunächst die historischen und aktuellen Inflationsdaten, aber auch Inflationserwartungen anschauen, weil diese sind wichtig für die Geldpolitik. Die Geldpolitik ist wiederum wichtig für das Thema Zinsen, sowohl kurzfristig als auch die langfristigen Kapitalmarktrenditen, die ja zum einen relevant sind für die Fremdfinanzierungskosten, aber auch für die Alternativen zu vermieteten Immobilien zur Kapitalanlage. Zinsen und Renditen, klar, der kompakte Überblick, dann Markterwartungen und Umfragen. Was ist denn so die gängige Meinung zur Zinsentwicklung? Und das Kernthema natürlich am Schluss. Kurzer Blick auf die Preisentwicklung. Was sagen denn die Indizes, die Immobilienpreisentwicklung messen? Wobei helfen sie uns? Wobei helfen sie uns nicht? Und was sind aus unserer Perspektive die Punkte, die Investoren auf ihrer individuellen Ebene angehen sollten, um zu vernünftigen Entscheidungsgrundlagen zu kommen? Zunächst noch mal kurz die Zinswende im Zeitraffer. Im Herbst 2021 haben wir gesehen, dass die US-Notenbank sich langsam damit beschäftigt, die Geldpolitik zu ändern, bezogen auf den Immobilienmarkt. Dann die zweite Phase. Wir haben gesehen, dass langsam das Transaktionsvolumen deutlich zurückgekommen ist. Dann in der dritten Phase haben wir gesehen, das Angebot ist deutlich angestiegen. Beispielsweise auf Portalen wie ImmobilienScout 24 haben wir gesehen, dass sich das Angebot an Immobilien zum Verkauf versieben bzw. verachtfacht hat, aber immer noch bei sehr niedrigem Transaktionsniveau. Und das natürlich auch darin begründet, dass die Immobilienpreise, die Angebotspreise sich immer noch in einer Welt bewegt haben, die auf Zinsen basiert hat, die wir eher im Herbst-Winter 2021 gesehen haben. Und diese Zinsen und Preisvorstellungen, die haben natürlich nicht zusammengepasst. Also eine große Differenz zwischen Vorstellungen der Verkäufer und Vorstellungen der Käufer, also keine Transaktionen. Und da es auch wenig Transaktionen gab oder vielleicht wenn eher die Sahnestücke, dann haben wir auch gesehen, dass wir bei den Bewegungen der Immobilienindizes, die dann wieder über Pressemitteilungen ihre Niederschlag in den gängigen Gazetten und Fachzeitschriften finden, hat jeder gesagt, na gut, Immobilienpreise nur um 5% runter nach dem Hype der letzten Jahre. Warum soll ich jetzt meinen Angebotspreis als Verkäufer anpassen? Es passiert doch nichts. Und jetzt sehen wir langsam, dass natürlich diese Zahlen, das Minus etwas größer wird, dass vielleicht auch der Druck bei einigen Investoren steigt, die Insolvenzen bei Unternehmen aus der Immobilienbranche nehmen zu. Also da baut sich entsprechend Druck auf. Und das könnte natürlich dazu führen, dass wir mehr Transaktionen sehen mit größeren Preisabschlägen. Diese schlagen sich dann in den Indizes wieder. Diese Indizes werden dann wieder wahrgenommen über die Artikel in den Medien und die führen eben dazu, dass dann eben auch das Transaktionsvolumen weiter steigt. So zumindest dann die Wahrnehmung, bei der wir vielleicht am Schluss sagen könnten, wir sehen ein geringeres Preisniveau, was das reflektiert, was die heutige Zinsrealität wiedergibt. Nach der Einführung jetzt der Blick auf die Inflationsdaten. Sie sehen hier in Türkis einen Überraschungsindex der Citigroup. Hier misst man die Abweichung zwischen erwarteten Inflationsdaten und realisierten Inflationsdaten. Also, wenn Sie so möchten, ein Indikator für die Abweichung. Das sehen Sie auch in dunkelblau nochmal für die USA. Wir sehen diese exorbitant hohe Inflationsüberraschung und zwar im negativen Sinne, weil die Inflation viel höher hereinkam, als man das erwartet hat. Das gilt für die USA. Aber für Europa, für die Eurozone natürlich noch viel deutlicher Thema Energiepreisentwicklung, Energieversorgungssicherheit. Aber da sehen Sie auch, mittlerweile die Inflationsüberraschungen haben sich deutlich umgekehrt und das sollte man
zur Kenntnis nehmen. Daher auch die Konsumentenpreise dargestellt. Sie wissen, man unterscheidet zwischen der klassischen Inflationsrate, die beinhaltet alles, und der Kerninflationsrate. Da sind Energie, Nahrungsmittel und Tabak herausgerechnet. Und da sehen Sie eben auch die Jahresveränderung. Da waren wir mal zweistellig in der Eurozone, sind jetzt bei der Inflation noch bei 2,9%, Kerninflationsrate 4,2%. Und die Notenbank, die Europäische Zentralbank, wird eher auf die Kerninflationsrate schauen als auf die klassische Inflationsrate, weil die Kerninflationsrate eher als struktureller angesehen wird. Hier fließt natürlich auch die Kreditvergabe der Banken mit ein. Hier achtet man stark auf die Lohnabschlüsse, das Thema Forderungen von Gewerkschaften, Streik und ähnliches ja auch momentan in den Medien sehr präsent. Aber ich glaube, was man festhalten kann, ist die größte negative Inflationsüberraschung dies erstmal raus. Man schaut gerne auch auf die Produzentenpreise als Vorläufer der Konsumentenpreise und deswegen auch die nochmal mitgebracht. Auch hier Produzentenpreise in Türkis und das Ganze in der Kernrate, also respektive ohne Energie in dunkelblau. Auch da sehen Sie, da hatten wir ja Level, die hatten wir auch in der Kernrate historisch nie gesehen. Also wirklich einmalige Zeiten hier im Kontext des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Aber auch da sehen Sie hier, die Jahresveränderungen sind mittlerweile zumindest in der klassischen Betrachtung sogar negativ, zweistellig negativ, auch die Kernrate entsprechend um die Nulllinie. Und an der Stelle bitte ich Sie immer zu differenzieren. Das eine ist natürlich das absolute Level und das andere ist die Veränderungsrate. Das heißt, damit das Niveau wirklich fällt, brauchen wir natürlich negative Veränderungsraten. Und bei dem einen oder anderen Einzelhändler, Walmart hat sich ja jüngst geäußert, geht man auch davon aus, dass Preise wieder fallen. Also Stichwort eher Desinflation, deflationäre Tendenzen an dieser Stelle. Deswegen hier nochmal mitgebracht, weil es geht oft ein bisschen unter die Veränderung der Geldmengenaggregate M1, M2, M3. Hier natürlich jeweils ein E zu viel, aber wir sehen hier diesen extrem starken Anstieg der Geldmenge in der Eurozone im Rahmen der Corona-Stützungsmaßnahmen und jeder, ja, sage ich mal, geldpolitisch Interessierte würde Ihnen sagen, naja, wenn die Geldmenge so stark steigt und stärker als das Güterangebot, dann müssen wir Inflation haben. Das haben wir dann auch gesehen. Aber wir sehen jetzt eben auch die Veränderungsrate der Geldmenge, nicht das Level, sondern die Veränderungsrate zum Vorjahr jetzt eben mittlerweile auch negativ. Und das passt natürlich auch sehr gut zu den zurückgegangenen Inflationsraten. Nach vorne blicken die Inflationserwartungen am Markt, also Zukunftsperspektive. Das sehen Sie auch hier in Türkis für die Eurozone, dunkelblau für die USA. Da sehen Sie, die sind erstens nie auf das Level gestiegen, wo die aktuelle Inflation war. Also höchstens mal ungefähr etwas mehr oder um die 50% hat man hier erreicht. Jetzt wieder Werte von 2,2, 2,3% auch für die fünfjährigen Inflationserwartungen. Sie sehen hier auch die Veränderungsraten nach unten. Also hier sieht man eben durchaus auch die Inflationserwartungen, die in Kapitalmarktpreisen gehandelt werden, die sind eben im Rückwärtsgang. Das heißt, Zwischenfazit an dieser Stelle: Ende 2019 hatten wir in den USA schon das Thema Straffung der Geldpolitik. Dann kam Corona, es kamen die Lockdowns, man musste sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die Gesellschaft und die Wirtschaft in einer stabilen Seitenlage zu halten. Es waren also massive fiskalpolitische Interventionen, die durch die Notenbanken finanziert wurden. Das immer nicht zu Marktpreisen. Die Verschuldung ist stark angestiegen, Defizite auch immer noch ein besonderes Thema. Die Stimulierung war im Endergebnis viel, viel höher als der realwirtschaftliche Schaden, weil wir hatten keinen Krieg, wir hatten keine Zerstörung von Produktionskapazitäten, wir hatten kein durch Tote reduziertes Arbeitskräfteangebot, um es mal sehr volkswirtschaftlich zu formulieren. Und dementsprechend zu viel Stimulierung, sowohl fiskalpolitisch als auch geldpolitisch und viel zu lange für den echten wirtschaftlichen Schaden. Dann dieses knappe Güterangebot, alle waren zu Hause, alle wollten eine neue Terrasse, einen neuen Fernseher, alle haben Webcams benötigt für die Videokonferenzen. Starke Nachfrage nach Gütern, geringeres Angebot, gestörte Lieferketten, starker Güterpreis, Inflation, das hat sich mittlerweile wieder nahezu komplett normalisiert.
disinflationäre Tendenzen auch in China, die für die Weltwirtschaft auch relevant haben. Dann die Nachfrage nach Dienstleistungen. Also Leute wollten alle raus, reisen, Hotels, in Erlebnisse investieren und nicht in Dinge, wie ja, glaube ich, ein bekannter Werbeslogan auch geht. Und auch da könnte man ja annehmen, dass diese Inflation bei den Dienstleistungen vielleicht zurückkommt. Deswegen nach vorne wird der Fokus auf den Löhnen und den geopolitischen Effekten liegen, die ja insbesondere natürlich in Europa, Stichwort Russland, Ukraine, relevant sind. Also zum nächsten Thema. Zinsen und Renditen. Sie sehen hier die Leitzinsen dargestellt. Wir sehen die Leitzinsen für die etablierten Notenbanken alle auf einem lange Zeit sehr, sehr niedrigen Niveau entsprechend. Was wir hier gesehen haben, und das ist natürlich auch ein Thema. Sie wissen, der Zins ist der wichtigste Preis der Volkswirtschaft. Er hat eine wichtige Lenkungsfunktion. Ist er zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, in der Null- und Negativzinsphase kam es zu Fehlallokationen von Kapital. Das auf verschiedenen Ebenen. Ob Sie an die börsennotierten SPACs-Mäntel denken, ob Sie vielleicht an die eine oder andere Kryptowährung denken, ob Sie an die Vervielfältiger bei vermieteten Immobilien denken, vielleicht auch das eine oder andere Segment der spekulativen Aktien oder die NFTs, diese rauchenden Affen, die ja mal auch ein NFT über 1 Million Dollar wert gewesen sein sollten. All das sieht man natürlich tendenziell dann, wenn der Preis des Geldes viel zu niedrig ist, und er war sehr lange viel zu niedrig. Jetzt die spektakuläre Zinswende. Sie sehen es hier für Deutschland. Wir kommen aus einer Phase, wo wir negative Renditen für die 10-jährigen Staatsanleihen hatten. Minus 0,7, minus 0,8%. Da war natürlich auch Finanzierung extrem günstig. Und nicht nur der Preis der Finanzierung war niedrig, sondern auch die Kreditvergabestandards waren eher lax. Jetzt sehen wir genau das Gegenteil. Jetzt strengere Kreditvergabestandards, höhere Eigenkapital Anforderungen plus höhere Zinsen, also die Welt hat sich um 180 Grad gedreht. Hier nochmal die Zinsstrukturkurve dargestellt, weil auch das diskutieren wir mit unseren Kunden an dieser Stelle. Naja, wie refinanzieren wir uns jetzt? A, bei neuen Projekten, bei neuen Käufen, bei Umschuldungen, weil Sie sehen, die Zinsstrukturkurve ist invers. Das bedeutet, die kurzfristigen Zinsen sind höher als die Zinsen längerer Laufzeit. Sie sehen das hier beispielsweise die aktuellsten Daten per 20.11. Da sind wir eben hier. Da sehen Sie eben, wenn Sie fünfjährige Zinsen betrachten, dann sind die niedriger als die kurzfristigen Zinsen. Und dann stellt sich die Frage: Lange Zinsbindung, kurze Zinsbindung, eher variabel, variabel mit Cap, um Maximalniveau einzufrieren. Das muss man alles individuell betrachten und auch rechnen in Abhängigkeit des Projektes. Vereinfacht gesprochen, so wie in der Niedrigzinsphase, einfach sagen, möglichst lange Laufzeit, am besten 15, 20 Jahre, weil der Zins ist historisch gesehen sehr günstig. Diese Aussage ist heute natürlich nicht mehr gültig. Heute muss man viel detaillierter schauen, muss überlegen, deckt sich die im Markt eingepreiste Zinserwartung mit meiner eigenen Zinserwartung? Welche Abweichungen kann ich mir leisten? Wie wirkt sich das auf meine Liquidität aus? Diese Punkte, die gilt es zu kalkulieren. Und dass wir bei den Zinsen momentan eine ganz spannende Thematik haben, sehen Sie auch hier die Renditen oben im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt, unten das Ganze nochmal für die zweijährigen Renditen. Und da sehen Sie eben auch, der Abstand zur 200-Tage-Linie, der wird natürlich hier im Fokus sein. Und da ist auch der Punkt, werden die von oben nach unten durchschritten? Sehen wir also jetzt wieder Zinsbewegungen nach unten? Oder ist das nur eine Normalisierung? Also auch hier, man schaut da schon natürlich nicht nur in der Anlagestrategie, sondern auch bei den Refinanzierungen momentan doch sehr stark auch auf die charttechnischen Bilder. Zwischenfazit an dieser Stelle: Die geldpolitische Wende kam natürlich viel zu spät, mit sehr großer Verzögerung. Wir sehen sowohl die Straffung über die Leitzinsen als auch über die Notenbankbilanzen, Stichwort Schrumpfung der Notenbankbilanzen. Die neue Zinswelt, die wir jetzt haben, also Zinsen von 4% im Euroraum, im Dollarraum bei 5,5, die Renditen für Unternehmens- und Staatsanleihen, die wirken natürlich nach dieser sehr, sehr langen Phase quasi ohne Zins sehr extrem, sind aber im historischen Kontext gar nicht so spektakulär. Deswegen kann man durchaus auch sagen, es ist vielleicht eine Normalisierung, aber wir sind natürlich alle geprägt durch die letzten Jahre. Von daher der Blick auf die langfristige Perspektive der
macht natürlich immer Sinn. Grundsätzlich, die Geschwindigkeit ist bemerkenswerter als das erreichte Niveau, liegt aber auch daran, dass die Notenbanken natürlich lange Zeit zu defensiv waren, immer wieder Angst hatten, dass die Konjunktur schwächeln könnte, also zu lange stimuliert haben. Insgesamt bleibt natürlich offen, wie reagieren die Anleihenmärkte auf die neue Welt aus geopolitischen Erfordernissen, also sprich Produktion zurückverlagern, wie wirken sich die klimapolitischen Anstrengungen aus, sind das eigentlich Themen, die die Notenbank berücksichtigen sollte? Auch das kann man natürlich diskutieren. Wir haben die hohen Schuldenstände. USA Defizit 7%. Dabei ist die USA weder in der Rezession noch in einem direkten Krieg. Wir sehen das Thema in Deutschland, was momentan stark durch die Medien geht, um die Haushalte und die Verschiebung von Corona-Mitteln in andere klimapolitische Zwecke. Also von daher sehen schon, da gibt es viele Themen. Von daher, man muss sich das anschauen, aber grundsätzlich langfristig hatten wir eigentlich das Gegenteil. Wenn die Schuldenstände hoch waren, waren die nominellen Zinsen eher niedrig. Deswegen, wir müssen auch die reale Perspektive einbeziehen. Kommen wir zu den Markterwartungen und den Umfragen. Ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht. Das sind Daten von Stand letzter Woche Mittwoch, aber da hat sich nicht viel geändert. Sie sehen hier den aktuellen Zins, den Banken bei der EZB bekommen, 4%. Wir sehen die Refinanzierungsrate, wenn Banken sich bei der EZB kurzfristig refinanzieren, 4,5%. Sie sehen hier mal abgetragen, was die Erwartungen an die nächsten Notenbank-Sitzungen bis inklusive Dezember 24 sind. Und wenn Sie eben diese impliziten Zinsen nehmen, dann würde das nach dieser Erwartungshaltung dafür sprechen, dass wir eben im Dezember 24 dann einen Leitzins haben von um die 3%, also niedriger. Ungefähr 1% niedriger als das, was wir aktuell sehen. Aber auch hier Vorsicht, bei Immobilienfinanzierungen langfristig ist ja nicht der kurzfristige Zins relevant, sondern der langfristige Zins am Kapitalmarkt, die sogenannten Kapitalmarktrenditen. Und es könnte auch durchaus sein, dass die kurzfristigen Zinsen fallen. Aber weil kurzfristige Zinsen gut für das Wachstum sind, könnten die langfristigen Zinserwartungen steigen, um das höhere Wachstum zu reflektieren, dann würde die Zinsstrukturkurve weniger invers werden. Dann würden zwar die Zinsen fallen, die Leitzinsen, aber die langfristigen Kapitalmarktrenditen würden steigen und damit würden sich auch die Refinanzierungskosten für Immobilieninvestoren erhöhen. Also von daher, wenn Sie über das Thema steigende Zinsen oder fallende Zinsen reflektieren, überlegen Sie immer, welche Zinsen, welche Laufzeit und was bedeutet das eigentlich für die Veränderung der Kurve? Wird sie steiler, wird sie flacher, wird sie weniger invers? Diese Themen muss man sich betrachten. Ob Sie einen großen Mehrwert darin finden, sich die Zinsprognosen verschiedenster Häuser anzuschauen, das nur mal ein Ausschnitt. Die Liste ist natürlich noch viel länger. Hier befragt man dann auch Banken. Hier oben haben Sie erstmal die Konsenserwartung, dann haben Sie die Abweichung vom Mittelwert, dann haben Sie die verschiedenen Institute, die sich hier äußern, das ist natürlich relativ passend zur Markterwartung, die eingepreist ist. Die einen sind ein bisschen offensiver in ihrem Ausblick, die anderen sind ein bisschen defensiver. Aber wir glauben, naja, der Konsensus ist nicht wirklich hilfreich. Aber man sollte ihn natürlich kennen, um zu wissen, was am Kapitalmarkt, in den Kapitalmarktpreisen für Geldmarkt und Anleihen eingepreist ist. Aber das ist ja auch wieder die Basis für die Finanzierungskonditionen, also sollte man sich damit schon regelmäßig beschäftigen. Insgesamt, die Geldpolitik hat wahrscheinlich viel von dem getan, was sie tun kann, um die Inflation zu bekämpfen, weil wir haben ja gesehen, vieles kam ja auch in dem Extrem aus dem Thema Energie. Da kann die Notenbank nicht viel machen. Was sie tun kann, ist am Zins, an den Kapitalmarktrenditen und an der Geldmenge arbeiten. Und wenn wir uns das anschauen, dann hat das ja eigentlich ganz gut gewirkt, weil wir sehen aktuell den Leitzins, dargestellt jetzt als Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 4,5%, Inflationsrate 2,9%. Von daher muss man sagen, da liegen wir eigentlich sogar im Zins oberhalb der aktuellen Inflationsrate. Von daher diese Thematik, steigen die Zinsen nochmal oder steigen sie nicht, aus unserer Sicht momentan eher nachrangig. Viel wichtiger die Frage, wie lange bleiben die Zinsen auf diesem Niveau? Und wenn sie fallen sollten, auf was ja viele warten, weil sie dann glauben, dass der Immobilienmarkt stimuliert, dann muss man sich in der nächsten Ableitung fragen, was heißt das für die langfristigen Kapitalmarktrenditen? Glaube ich, dass die mitfallen oder werden die sogar steigen, wie eben kurz skizziert? Also Zwischenfazit. Die großen Überraschungen sind vorbei.
Einfluss der Notenbanken ist auf diesem Niveau überschaubar, weil weder die Geopolitik noch die Löhne können sie über den Zins im Wesentlichen steuern. Wir sollten uns, wie gesagt, fokussieren auf die Zinsstrukturkurve und weniger spekulieren, was der nächste Zinsschritt sein könnte und ob er jetzt im Februar oder im April kommt. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Zinsveränderung und der Wandel in der Geldpolitik, denken Sie an die negative Veränderung der Geldmengenaggregate, dass sich das sehr, sehr negativ auf die Wirtschaft auswirken würde. Die Schäden sind natürlich noch nicht alle sichtbar. Also da kommt mit Sicherheit noch ein bisschen was. Aber wir haben auch aus der Null- und Negativzinsphase so viele Mittel in Private Equity, Private Debt Instrumenten, die nur darauf warten, gestresste Vermögenswerte zu erwerben. Die haben noch unheimlich viele Mittel, die sie bei Investoren abrufen können. Das heißt, vielleicht ist der Fakt, dass wir so viel Geldüberhang aus der Vergangenheit haben, sorgt dafür, dass wir dieses Mal gar nicht so viel Vermögenswerte haben, die wirklich dann gestresst sind, weil ja auch Geld an der Seitenlinie steht. Also sprich, die Werte fallen schon, aber sie fallen vielleicht nicht so weit, wie sie fallen würden, wenn wir nicht diesen Kapitalüberhang haben. Insgesamt, Private Debt ist momentan ein Riesenthema im Marketing von Fondsgesellschaften und Banken. Unsere Sache muss da sehr, sehr selektiv sein, weil hier sind so viele Mittel noch nicht abgerufen aus den vergangenen Jahren, dass neu eingeworbene Mittel vielleicht sehr, sehr lange brauchen, bis sie überhaupt mal investiert werden können. Von daher das nur am Rande. Schauen wir auf die Preisentwicklungen und die Investorenperspektive. Grundsätzlich, es gibt verschiedene Indizes. Das eine ist der Kreix-Index, können Sie einfach googeln, finden Sie dann sehr schnell. Hier sehen Sie mal die Veränderung der absoluten Preise nach Nutzungsarten, ist aber alles Wohnen im Vergleich zum Vorquartal und im Vergleich zum Vorjahresquartal. Wir müssen auch sagen, das, was wir sehen bei den Mehrfamilienhäusern, diese 25%, ist durchaus ein plausibler Wert. Und von daher für Sie selbst überlegen Sie mal, welche Miete, welchen Nettojahresertrag habe ich, welcher Vervielfältiger ist im aktuellen Zinsniveau angebracht, was habe ich da vielleicht an energetischen Investitionen, die mir ein potenzieller Käufer vom Kaufpreis abzieht. Also von daher, dass nur die breiten Indizes, das gleiche nochmal von einem anderen Indexberechner, Verein der Pfandbriefbanken, da sehen Sie auch die Entwicklung entsprechend nach unten gerichtet. Aber was wir auch nochmal sehen ist, schauen Sie mal die Entwicklung an seit 2009. Gucken Sie mal, wo wir da herkommen und wo wir aktuell sind. Das heißt, selbst wenn die Preise noch ein Stück fallen würden, hätten Sie über die letzten 10 Jahre mit Immobilien immer noch einen Inflationsschutz gehabt und es wären immer noch bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital, weil vieles wurde ja zu sehr günstigen Zinsen refinanziert, wahrscheinlich die beste 10-12-Jahresperiode für Immobilien in Deutschland, die wir jemals hatten. Von daher auch für Immobilien wie für Aktien und Edelmetalle gilt, den Inflationsschutz, den bekommen Sie nicht in der Phase negativer Inflationsüberraschungen. Da werden durch die nominellen Zinserhöhungen auch Immobilien und Aktien und auch Anleihen eher negativ rentieren. Aber über den Zeitraum werden Sie mit Aktien, mit anderen Sachwerten, aber natürlich auch mit der vermieteten Immobilie, sogar auch ohne Leverage-Effekt, die durchschnittliche Inflationsrate geschlagen haben. Nur in dem Moment der Inflationsüberraschung nicht. Was nochmal wichtig ist, auch hier sowohl am Kapitalmarkt als auch bei den Immobilienpreisen die richtige Inflationsperspektive zu haben und die nicht auf 3, 6, 12 oder 18 Monate hier vorzunehmen. Dann nochmal die Eigentumswohnungen mitgebracht. Sie haben auch die Quelle hier nochmal. Können Sie einfach googeln, Kreix-Index oder Index VDP. Da finden Sie die Quellen auch selbst. Was ich Ihnen nur zeigen wollte, ist, es gibt Daten auf Indexebene, die zeigen in die gleiche Richtung. Die Amplitude des Ausschlags nach unten ist unterschiedlich. Natürlich je nach Indexberechnung, je nach Nutzungsart. Wohnen und Gewerbe sind zwei Paar Schuhe. Innerhalb von Wohnen, Mehrfamilienhäuser sind was anderes als Eigentumswohnungen. Also man muss sich den Markt natürlich im Detail anschauen. Deswegen ist es auch wichtig, sich dann aus der Investorenperspektive zu überlegen, welche Zielvorstellungen habe ich eigentlich mit meiner Immobilie? Und wenn wir unseren klassischen Anleger betrachten, dann haben wir eigentlich zwei typische Motive. Und zwar entweder ich will Rendite generieren. Und wenn Sie Rendite generieren wollen, war es immer das Thema, bevor die Zinsen auf Null gefallen sind. Eine vermietete Immobilie ist ein Sparplan. Ich habe einen Steuereffekt, ich habe andere Effekte, aber im Wesentlichen war es so,
vermietete Immobilien waren wie ein Sparplan. Warum wie ein Sparplan? Weil das liquide Ergebnis negativ war. Das heißt, ich musste, mein liquides Ergebnis war immer negativ. Ich musste Geld mitbringen, aber über den langfristigen Zeitraum war mein liquides Ergebnis zwar negativ, aber der Wertzuwachs netto nach Steuern, der war positiv. Dann kam diese Nullzinsphase und es gab die Absurdität, dass vermietete Immobilien teilweise sofort Cashflow positiv waren. Und das hat natürlich auch nochmal Käufergruppen angezogen, die vielleicht nicht unbedingt ein solches Volumen kreditfinanziert hätten bewegen sollen, wie sie es dann in der Nullzinsphase tun konnten. Das hat sich komplett geändert. Auf heutiger Sicht, Immobilien kosten in vielen Fällen wieder Liquidität. Also ich muss das negative Liquiditätsergebnis einer auch wirtschaftlich langfristigen sinnvollen Immobilieninvestition tragen können aus anderen Mitteln, nicht aus dem Cashflow aus den Immobilien. Andere große Investorengruppe aus unserer Sicht sind Anleger, die stark auf einen positiven Cashflow abstellen. Das heißt, sie sagen, naja, ich mache die Investitionen, die notwendig sind, ich versuche den Wert halbwegs zu erhalten, aber im Wesentlichen, ich möchte einen positiven Cashflow. Denken Sie an jemanden, der sagt, ich möchte im Ruhestand meine gesetzliche Rente oder die Tatsache, ich bin Unternehmer, habe keine laufenden Einkünfte. Da war eigentlich die positive Cashflow-Immobilie immer ein wesentlicher Aspekt. Und das hat natürlich jetzt auch nochmal gewisse Risiken, weil Sie alle wissen, die Investitionen, die notwendig sind, Sie alle wissen um den politischen Einfluss auf die Mieten. Auch das natürlich jetzt ein Thema. Deswegen, je nachdem, welches Motiv der jeweilige Anleger mit den Immobilien verfolgt, kommt er in der jetzigen Situation zu unterschiedlichen Schlüssen. Für den, der sagt, puh, ich will einen positiven Cashflow, der muss sich die Frage stellen, ob er die Immobilie nicht veräußert und das alternativ am Kapitalmarkt anlegt, weil er dort mit Unternehmensanleihen beispielsweise relativ gut 4% vereinnahmen kann. Auf der anderen Seite der Investor, der sagt, nee, nee, es geht mir schon um Rendite und ich will mich auch operativ engagieren und ich kann den negativen Cashflow von neuen Immobilienprojekten tragen, der hat natürlich eine andere Perspektive. Die abstrakte Zielvorstellung sehen Sie in der Mitte. Ich habe Immobilien, weil sie ein Sachwert da sind. Grundsätzlich gilt, ohne Zahlen geht es nicht. Man muss jede Immobilien rechnen. Was kommt an Miete rein? Welche Kosten gibt es? Welche geschätzten Kosten? Kreditkosten, Zinsen, Tilgung? Das ist das liquide Ergebnis. Wie gesagt, jetzt in vielen Fällen wird das negativ werden. Dann kommt das steuerliche Ergebnis dazu. Steuern kann ich entweder zusätzlich zahlen müssen oder ich habe einen positiven Steuereffekt, der meine Liquidität nach Steuern verändert. Und dann natürlich hier mein Kapitalkonto. Alle drei Themen muss man für sich getrennt rechnen und je nachdem, welches Motiv wir eben hatten, also bin ich hier links oder bin ich hier rechts, komme ich zu einer unterschiedlichen Entscheidungsbasis für die Frage kaufen, verkaufen, umschulden, Kredit tilgen and so on. Deswegen rechnen Sie doch mal selbst. Sie können das hier tun, wenn Sie den Barcode scannen. Wir schicken den Link auch nochmal mit. Da können Sie für einzelne Immobilien für sich Ihre Annahmen abbilden und dann können Sie das, was Sie eben hier gesehen haben, statisch für sich dynamisch für einzelne Immobilien mit verschiedenen Mietannahmen, mit verschiedenen Abschreibungsannahmen, unter verschiedenen Finanzierungs- und Zinskonstellationen selbst kostenfrei und unverbindlich rechnen. Was Sie nicht rechnen können, ist natürlich Effekte auf den gesamten Immobilienbestand. Das würden wir dann abbilden in einer separaten Dienstleistung. Also das können Sie selbst bei der Einzelimmobilie. Das können Sie gemeinsam mit und die Wirkung auf die gesamte Vermögensstruktur, weil es gibt ja noch andere Zahlungsflüsse, es gibt noch andere Vermögenswerte. Das wäre ein Thema, was wir in der gesamten Finanzplanung abbilden können. Das geht zwar auch online, aber das macht keinen Sinn, Ihnen das als Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Sie können zwar reinschauen, aber die Eingaben sind dann so, dass es für den privaten Anleger nicht wirklich sinnvoll ist. Die Auswirkungen auf Anlageimmobilien aus den genannten Punkten haben wir schon behandelt, aber eins ist, glaube ich, klar: gestiegene Fremdkapitalkosten plus energetische Investitionen plus politischer Einfluss plus der Stimmungswandel, der sorgt natürlich dafür, dass man neu rechnen muss. Die letzten 10 Jahre musste man nicht rechnen. Es gab so viel Rückenwind über fallende Zinsen und neuem Interesse an der Anlageklasse vermietete Kapitalanlageimmobilie. Das hat sich um 180 Grad gedreht. Also gilt es betriebswirtschaftlich auf der Anlegerebene, das sind Sie, eben etwas mehr zu tun. Auch für das Thema Vermögensübergang, verkaufen oder verschenken stellen sich
ganz neue Fragestellung, weil in vielen Fällen sehen wir Immobilien, wenn sie die heute den Kindern schenken, dann muss man die Frage aufwerfen, was wird denn da wirklich geschenkt, wenn die Erträge noch bei den Eltern bleiben, aber die Substanz wird ja nicht besser ohne Investitionen. Also auch hier muss man überlegen, Schenkung, Verkauf, es gibt verschiedene Punkte, das lasse ich hier mal so stehen, um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Aber in der Vermögensstrukturierung im Familienkontext, sei es vor dem Hintergrund der Angst vor der Vermögenssteuer, sei es vor dem Hintergrund steuerliche Effekte bei der Erbschaft und Schenkungssteuer zu optimieren, da muss man auch nochmal neu kalkulieren und sollte nicht einfach sagen, ich verschenke die Immobilie gegen Nießbrauch, sondern auch hier gilt, erst betriebswirtschaftlich rechnen, dann weitergehen. So, meine Damen und Herren, Sie merken, ich habe an der einen oder anderen Stelle etwas schneller geredet, damit wir im Zeitbudget bleiben. Aber ich hoffe, für Sie waren einige Denkanstöße dabei. Ich darf Sie noch auf unser E-Book hinweisen, steuerliche Aspekte für die vorausschauende Vermögensplanung. Auch das Thema E-Book zum Thema Zinswende können Sie sich anschauen. Und sofern Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, auch hier natürlich, glaube ich, immer ein gutes Medium, um informiert zu bleiben. Nicht in der Hinsicht, was ist die beste Aktie, wo ist die nächste Kursrakete oder ähnliches, sondern der seriöse Teil der Kapitalmarkt- respektive Finanzplanungsstrukturierung. Ja, meine Damen und Herren, wir wären am Ende mit der Online-Konferenz. Ich würde nun die Aufzeichnung beenden, bevor ich Sie zur Fragerunde einlade. Alle, die uns bereits jetzt verlassen, Ihnen wünsche ich einen schönen Mittag, einen guten Appetit, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.